bin die erste Bürgermeisterin von Markt-Elbach und stolze Schirmherrin der heutigen hier ausgetragenen Deutschen Schnupfmeisterschaft. Unsere Schmalzler gibt es seit 1966 als Verein. Wir haben rund 40 aktive Vereine und die Schmalzler sind ein Garant für gute Unterhaltung und natürlich hochkarätige Veranstaltungen. So bin ich stolz, heute hier Schirmherrin zu sein. Unsere Schmalzler tragen das dritte Mal diese deutsche Meisterschaft aus. Das erste Mal 1972, da war ich als kleines Mädchen dabei, durfte ein Däffelchen tragen, gab es einen großen Festumzug. Und 2006 erinnere mich noch an eine große Meisterschaft und heute eben, wie gesagt, das dritte Mal Austragungsort hier Markt-Elbach dieser tollen Meisterschaft, die sehr viel Spaß macht. Und ich stelle fest, das Publikum hat sich erweitert und die Schmalzler und Schnupfer haben anscheinend eine große Zukunft. Sehr viele Damen, die dabei sind, die mitschnupfen und sehr viele junge Leute. Also es ist sehr gute Stimmung und ich freue mich, wie gesagt, heute mit dabei zu sein. Schnupfen oder ja, die Schmalzler, das ist zwar jetzt nicht mein ureigenstes Hobby, aber für meine Markt-Elbacher Schmalzler mache ich natürlich auch aktiv mit. Und wenn sie mich auffordern, dann greife auch ich zur Schnupfdose. Hatschi! Wenn er so glücklich ist.